Es war einmal. Vor langer, langer Zeit. Germans drink beer, eat sauerkraut, wear lederhosen and love cars. Schaltet ab! Schaltet ab, 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 ab. Deutschland ist Weltmeister! Ludwig van Beethoven. Diese Glasschüssel. Spazieren gehen ganz ohne Grund. German Autobahn. Alarm. Spekulation. Superstar der deutschen Geschichte. Captain Blaubeer. Stoßlüften. Querlüften. Das Land alter Burgen und Schlösser. Was ist eigentlich deutsche Kultur? Nun sagen wir alles, was dieses Land seit Anbeginn der Zeit erlebt hat, mit welchen Herausforderungen es klarkommen musste und alle Charaktere, die eine prägende Rolle in der deutschen Geschichte gespielt haben, haben alle jeweils ein kleines Puzzleteil hinzugefügt. Ich hab's gesagt. Mist. Das über viele tausende Jahre immer und immer wiederholt und am Ende haben wir das, was wir heute Deutschland nennen. Ein riesiges Gemälde aus vielen Puzzleteilen, die deutsche Kultur. Und wenn wir uns die Storyline unseres Landes anschauen, merken wir, dass wir von diesen Puzzleteilen ganz schön viele haben. Zu einem Zeitpunkt waren wir ein Verbund aus fleißigen Hinterwäldlern, damals noch Germanen genannt, und lebten in Hütten, die man heute für 2000 Euro Kaltmiete in München verscherben könnte. Fragt niemals, was im Jahre 9 nach Christus im Teutoburger Wald passiert ist. Sie haben dort alle zusammen Tee getrunken. Es gab sehr viele Könige, die die unterschiedlichen Formen unseres Landes mal regiert haben. Und falls ihr jetzt denkt, das waren irgendwelche coolen, adligen Herrscher, möchte ich euch einmal Albrecht II. Zeigen. Konrad IV. Hatte gar keinen Bock auf seinen Job. Karl der Dicke, den hat man so genannt, weil er einfach... Oder Ludwig IV., das Kind. Ey, wenn ihr eine andere Vorstellung von eurem König habt, dann kann man doch drüber reden. Zu einem Zeitpunkt hatte gefühlt jeder sein eigenes kleines deutsches Reich und spätestens wenn man die Grafschaft Katzenellbogen auf der Karte entdeckt, merkt man, dass den Leuten von damals wohl ziemlich schnell die Namen ausgingen. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, als bei einer Ratsversammlung im Jahre 1184 zahlreiche Adlige durch einen einbrechenden Boden 2 Stockwerke in eine Kotgrube fielen und 60 Menschen dabei umkamen, weil sie schmerzvoll in dem Loch voller Kot und Scheiße ertranken. Ja, auch das ist Teil der deutschen Geschichte. Jedes Jahr sterben mehrere hunderttausend Menschen an Scheiße. Ich wünsche Ihnen einen Spatenstich in die Fresse. Außerdem kolonialisieren, 500 Reichsgründungen kolonialisieren und immer so weiter. Wer würde gewinnen? Die komplette katholische Kirche oder ein Typ mit einem lustigen Hut, der irgendwelche Blätter an eine Kirchenwand hämmert? Eine Arme. Naja, ihr wisst schon. Zu kurz zum Nagel. Martin Luther hat das erste virale Meme erfunden. Oh mein Gott. 1923 war auf jeden Fall kein problematisches Jahr für Deutschland. Es ist zwar gerade nur billiger, Geldscheine als Tapetenwand zu nehmen, weil Tapete zu kaufen deutlich teurer wäre. Und wenn du ein Brot haben möchtest, gib mir einfach umgerechnet 4,6 Millionen Euro. Ja, Inflation ist eine sehr tolle Sache. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Eines Tages kam irgendein Österreicher und wollte in der Wiener Kunstschule studieren, wurde aber trotz seiner Gemälde 2-mal abgelehnt. Umpa, lumpa, dumpididu, jetzt wird es tragisch, hören Sie. Dann ging er nach Deutschland, riss die Macht an sich, fing an Menschen zu töten und startete dann den größten und tödlichsten Weltkrieg, der jemals auf dieser Welt passiert ist. Yep, sehr dunkle Zeit in unserer Geschichte. Falls dich eine deutsche Firma fragt, warum du jahrelange Lücken im Lebenslauf hast, frag sie einfach, was sie zwischen 1933 und 1945 gemacht haben. Glaub mir, die lieben das. Ich finde hier nichts über die deutsche Geschichte zwischen 1939 und 1945. Das ist eine gewaltige Lücke. Da waren alle in Urlaub! Zu ihrer Linken sehen sie Münchens erstes Rathaus. Was haltet ihr eigentlich von meiner Idee, eine Mauer genau hier auf dieser Linie zu bauen, die das ganze Land in 2 Hälften spaltet? Ich habe auch schon mal passende Namen vorbereitet. Nein?
nicht gut. Der Kerl ist ja das Hinterletzte. Und heute sind wir bei E-Girls, viel zu teuren Markenklamotten und künstliche Intelligenz, die uns bald alle ersetzen wird. Juhu, bitte teleportiert mich jemand wieder zurück in den Teutoburger Wald. Und durch diese ganzen historischen Prägungen, die uns unsere Landesgeschichte verpasst hat, gibt es heute viele Wege, um Deutschland aufzuteilen. Welcome back to another Top 10. Today we're going to be talking about the Top 10 Anime Betrayals. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand. Einmal hätten wir die Leute, die zu diesem Gebäck Berliner sagen. Ich bin ein Berliner. Die Leute, die das Pfannkuchen nennen, im Süden wird es Krapfen genannt, in Hessen Kreppel und die Bezeichnung Marmeladendöner, hat man auch schon mal verteilt über Deutschland gehört. Keine Ahnung, wer euch noch eure Meinung gefragt hat. Dann gibt es noch einmal Deutschland und der Teil, der inoffiziell nicht zu Deutschland gehört. Deutschland, so wie wir in amerikanischen Filmen gezeigt werden. Next flag you are going to draw, Papa, is the flag of Germany. Nee. Der Teil von Deutschland, der existiert. Immer wieder das Gleiche in Bielefeld. Orte, an denen es schön ist in diesem Land. Orte, an denen man sicher ist in diesem Land. Orte, an denen nicht täglich irgendwelche Gebäude abgefackelt werden. S- und U-Bahnhof, Rathaus Spandau. Dann gibt es noch die historisch akkurate Aldi-Nord- und Aldi-Süd-Aufteilung, stehen seit 1961 und der Lieblingsort von jedem zweiten deutschen Urlauber. Mallorca. Und mit der Karte für die Bezeichnungen für das Endstück vom Brot möchte ich gar nicht erst anfangen. Ich nenne es Endstück vom Brot. Wenn der typisch deutsche Burger ein Videospielcharakter wäre, dann wäre er nicht nur in vielen Bereichen unverhältnismäßig gut geskillt und in manchen ein absoluter Vollnoob, sondern hätte er auch einen stark ausgeprägten Fertigkeitsbaum. Das achte Bier in unter 3 Minuten. Eine wahre Meisterleistung. Mindestens 90 Punkte auf Pünktlichkeit, denn wir Deutschen nehmen das mit den Terminen ziemlich ernst. 5 Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit, nicht wahr, Deutsche Bahn? Bitte nur mal Entschuldigung, was soll das? Ich will meinen Zug bekommen, der kann doch hier mal durchfahren. Wir besitzen den Skill, uns über jeden und alles Mögliche zu beschweren, wie zum Beispiel dieses gottverdammte Wetter, was gefühlt zu jeder Jahreszeit aus einer der 730 verschiedenen Grautöne oder dem Hexcode 3CA1E9 besteht, auch genannt lauer, langweiliger deutscher Himmel. You know what the national sport here in Germany is? It's complaining. Wir starren angeblich gerne Leute an, bis wir in ihre Seelen gucken können. Unsere direkte Art wird oft von außen als beleidigend und unfreundlich aufgenommen, denn anstatt, dass ein Deutscher auf dem Gehweg um dich herumläuft, wird er auf dich zugehen und dir sagen, dass du im Weg stehst. Das liebevollste Kompliment, was wir vergeben können, ist für den anderen an der Kasse den Warentrenner hinzulegen und anstatt etwas liebevoll anzuerkennen, ist das größte Lob in Deutschland nicht schlecht. Oder man kann sich nicht beklagen. Das Leben ist kein Ponyhof. Sehr starke ausgeprägte Fähigkeiten bei allem, was mit Strukturen, Regeln und Ordnung zu tun hat. Natürlich haben wir da auch ein ganzes Amt für und falls ihr jetzt denkt, die Leute vom Ordnungsamt wären das Obercoolste überhaupt, slide ich einfach mal die mir am treffendste Repräsentation in den Bildschirm rein. Wir haben keine Angst vor dir. Wir gehen lieber doppelt und dreifach sicher bei allem, was wir tun. Die vertütete Tüte, die in der Tüte verpackt wird, Flugtickets werden zur Sicherheit 10-mal vorher ausgedruckt und lieber packe ich noch ein paar extra Unterhosen mehr in den Urlaub mit ein. Kann ja sein, dass ich mich das erste Mal seit 24 Jahren grundlos einscheiße. Die Deutschen lieben Regen. Beispiel bei der Ampel. Es ist kein Mensch auf der Straße, es ist kalt, es regnet und die Deutschen warten geduldig an der Ampel, bis es grün wird. Wenn dir ein Deutscher 1,60 Euro leiht, sei dir sicher, er wird dich am nächsten Tag fragen, ob er sie wiederbekommt. Das ist nicht geizig oder verklemmt, sondern möchte er dir auf seine liebevolle Art zeigen, dass er an dich gedacht hat. Außerdem haben sie die Fertigkeit, Bierflaschen mit allen möglichen Sachen, die nicht ein Flaschenöffner sind, aufzumachen. Das lernen wir schon bereits im Kindergarten und Mythen besagen, dass man ab 1000 erfolgreich geöffneten Bierflaschen die Fertigkeit Bier einfach nur anstarren und es öffnet sich vor Angst von alleine erlernt. Wir haben anscheinend viele Fertigkeitspunkte auf Resistenz in uns, denn wir nehmen alles irgendwie hin, ganz nach dem Motto, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Ich werde mich einfach taktisch abholen.
Dein Arm wurde abgehakt, deine Mutter ist gestorben, Deutschland wird von Aliens heimgesucht und die uns alle zerstörende Apokalypse hat gestartet. Das Wort Tja wird die Reaktion der meisten Deutschen sein und dann gehen sie wieder ihrer gewohnten Arbeit nach. Deutsche sind sehr gut darin, sich totzuarbeiten, denn die eigenen Bedürfnisse stehen hinter die des einen ausbeutenden Chefes. Dementsprechend geht man trotzdem zur Arbeit, obgleich Atombomben über Deutschland abgeworfen werden oder ähnliches passiert. Hauptsache, man lässt sich nicht krankschreiben, denn das ist alles, was zählt in dieser leistungsorientierten Gesellschaft. Ich kann nicht den Blubber kriegen, schließlich muss ich doch zur Arbeit. Verabschiedet wird sich nicht mit "Hey, ich gehe jetzt, auf Wiedersehen", sondern mit genervtem auf die Schenkel klopfen und dabei "So" sagen, um danach aufzustehen und noch weitere 30 Minuten im Türrahmen zu verbringen. Around midday, 59% of Germans like to greet each other by saying "Mahlzeit". Mahlzeit. Alternativ könnt ihr auch "Huch, die Arbeit ruft" sagen oder anfangen, eine Orange zu schälen, nur um dann zu fragen: "Esst ihr auch gerne eine Orange vor dem Schlafengehen?" Glaubt mir, das klappt jedes Mal. Name a yellow fruit. Orange. Keiner in diesem Land hat eine Deutschlandflagge irgendwo hängen, denn wir schämen uns für unser Land und vor dem, was vor vielen Jahren mal passiert ist. Außerdem möchte keiner als Nazi oder als problematisch abgestempelt werden. Und falls du einen typischen Deutschen fragst, ob er seine Kultur auslebt, wird er dich fragen, ob es zählt, jeden Donnerstag mal einen Döner zu essen. Ich kann einfach nicht mehr. Ja, ich fange an zu weinen, wenn ich das sehe. Was hier in diesem Land los ist. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, was absolut nichts davon hält, das eigene Land zu lieben. Es sei denn, die Fußball-WM findet statt. Oder du besitzt einen vollgewucherten Kleingarten, dann wird auch mal die Flagge gehisst. Denn wir zeigen unseren Patriotismus nicht primitiv mit Flaggen, wie es die Amerikaner tun, sondern, wenn überhaupt, flüstern, verpackt als Heimatliebe, stillschweigend und im kleinen Kreis. Wenn jemand behauptet, Deutschland hätte nicht das beste Brot, oder wenn es bei einem nischigen Reddit-Internet-Event darum geht, als Kollektiv möglichst viele Pixel zu setzen, um eine patriotische Flagge zu zeichnen. Germany is fucking going all the way. Holy fuck. Germany goes through the whole canvas. Oh my fucking god. Um darzustellen, welche Dinge als problematisch einzuordnen sind, habe ich ein Diagramm erstellt. Ganz rechts befindet sich Adolf Hitler, Armbinden und Hakenkreuze und ganz links sind Veganer, Fahrradfahren und Sticker auf sein Laptop kleben. Alle anderen Sachen wie sein Auto tunen, Daunenjacken tragen. Ich hab mich dick angezogen, so dass Messer oder Kugel nicht durchkommen. Und ein Bild, auf dem man einen toten Fisch in der Hand hält, hochladen, finden irgendwo dazwischen ihren Platz. Und ich denke, damit ist das Thema geklärt. Dann gibt es noch die Art von Deutschen, die das Deutschsein ein wenig zu ernst nehmen. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Die Schlacht um die erste Reihe der Poolligen auf Mallorca. Die Briten waren mächtig. So rasant wie noch niemals zuvor rasten sie zu den Poolligen und mussten feststellen, dass die Deutschen das Schlimmste getan hatten, was sie sich ausmalen hätten können. Sie haben sich organisiert. Das Letzte, was ich an diesem kalten Nachmittag hörte, war: "Lauf, Brigitte! Die Auswahl der Ligen ist nicht sehr groß." First day of holidays in Spain, and I woke up to this at 7 a.m. Naja, jedenfalls, deutsche Rentner reservieren gerne übervorsorglich ihre Ligen und haben einen schrecklichen Ruf als Urlauber im Ausland. Im ersten Hotel hadert ein Paar mit dem Bad. Ja, okay. Der Wasserhahn hakt. In Deutschland gibt es auch kaum Überwachungskameras, weil wir alte Menschen haben, die genervt an Fenstern stehen und mit starrem Blick die Nachbarschaft beobachten. Falls deinen Nachbarn etwas nicht passt, mach dich darauf gefasst, dass du innerhalb der nächsten 3 Wochentage einen detailliert beschrifteten und im Optimalfall laminierten Hinweiszettel vor deiner Haustür findest, auf dem du auf deine Schandtaten hingewiesen wirst. Warum wirfst du regelmäßig dein leckeres Pausenbrot über den Zaun?
Schäm dich. Diese künstlerischen Meisterwerke sieht man wirklich überall in Deutschland. Es ist ein öffentliches Warnzeichen für jeden, der sich nicht an die eisernen Regeln der Nachbarschaft hält. Die gelbe Tonne kommt am Mittwoch. An diese Zettel können alle möglichen Charakteristiken aufweisen und immer wenn du denkst, ein formulierter Text könnte nicht noch absurder werden, wirst du immer wieder vom Gegenteil überzeugt. Bitte keine Geschlechtsteile in den Schokobrunnen halten. Sollten diese Zettel auch nicht reichen, wird natürlich nicht einfach mal beim Nachbarn geklingelt, um das Problem aus der Welt zu schaffen, sondern wird das Ordnungsamt gerufen oder du findest innerhalb der nächsten Wochen eine Anzeige in deinem Briefkasten. Mein Warmwasserboiler weg, meine Tapete weg, meine Lampen weg, das gibt eine Anzeige. Ab 22 Uhr gilt in jedem deutschen Haushalt die Nachtruhe und manche Menschen zögern nicht lange damit, die Polizei zu rufen, falls es doch mal ein wenig lauter werden sollte. Denn jedes kleine Geräusch gilt schon als eine Lärmbelästigung oder Ruhestörung. Und diese Sorte der Deutschen kann man eigentlich nur glücklich machen, indem man die von ihnen verliehene Tupperdose gewaschen wieder zurückbringt und sie danach einfach in Ruhe lässt. Scheiße, schon wieder dieser verrückte Vogel. Hey, du verrückter Vogel, was willst du hier? Gehst du weg, ich mach dich Curry. Den Deutschen wird außerdem nachgesagt, keinen Humor zu haben. A cliché, which is they have no sense of humor. That's not a cliché. Und hier möchte ich einen berühmten Satz zitieren. Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Einen, denn Deutsche sind sehr effizient und haben keinen Humor. We have Robert Lewandowski. You know, Robert Lewandowski. Solltest du im Internet nach lustigen deutschen Witzen suchen und bist auf steinzeitalte Comics gestoßen, hast du schon mal den ersten Fehler begangen. Wir Deutschen nehmen unseren erstklassigen Humor nämlich sehr ernst. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich hab doch nicht gesagt Baguettebögen! Ich hab gesagt Baguettebögen! Im deutschen Subreddit r/GermanHumor gibt es bis heute keinen einzigen Beitrag, was alle ziemlich lustig finden. Hallo? Hallo. Können Sie Englisch? Yes. Stabil. Ich bekomme bitte einmal ein Doppelpack-Menü. I don't understand German. Falls du als Deutscher aufgefordert wirst, einen Witz zu erzählen, sag einfach, kann ein Känguru höher springen als ein Haus? Nein, denn Häuser können nicht springen. Und verlass daraufhin stillschweigend den Raum. Was sind Schweden und Norweger? Druck. Druck DIN-N. Druck DIN A1. Copy DIN A2. Fax DIN A3. Die Lieblingskleidung von Deutschen ist Jack Wolfskin, welche sie für ihre ewig langen Wanderungen anziehen. 70% aller Deutschen tragen zu Hause Hausschuhe, denn zu Hause barfuß rumzulaufen gleicht wie auf Lava zu treten. Im deutschen Inventar befindet sich außerdem noch die Übergangsjacke, die immer in den gefühlt 5 gleichen Variationen kommt. Everyone's got their Übergangsjacke. Die hochgezogene Socken- und Birkenstock-Sandalen-Kombi ist der deutsche zeitlose Modetrend. Und wenn man noch einen drauflegen will, zieht man eine von diesen karierten Hosen an, die allen Leuten symbolisieren, dass sie besser Abstand von dir halten sollten. Wenn du beim Spaziergang durch die Stadt denkst, ein deutsches Outfit könnte nicht noch schlimmer werden, denk einfach daran, dass wir Deutschen im 16. Jahrhundert so rumliefen. Was zum Teufel ist das? Dann gibt es noch bundesländerspezifische Kleidung, von der die ganze Welt denkt, dass wir den ganzen Tag genau so rumlaufen, haben aber eher mit den alten Traditionen zu tun. Wir nehmen diese Schande mit ins Grab. Abgemacht. Deutschland liegt, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, im Herzen Europas. Wir haben außerdem 2 riesige Strände im Norden. Und wenn ihr jetzt an einen heißen Sommerurlaub und an cooles Wellensurfen denkt, wünsche ich euch viel Spaß am nordfriesischen Wattenmeer. In Germany, we say, leichte Brise. Entweder lebst du in Deutschland in so einem Gebäude oder in so einem, dazwischen gibt es nichts. In deutschen Reiseführern wird oft ausschließlich diese Brücke und diese Burg gezeigt, doch dabei hat Deutschland viel mehr zu bieten. Zum Beispiel diese anderen ganzen Brücken und diese anderen ganzen Burgen. Was gibt's Besonderes hier zu entdecken? Kann ich Ihnen leider nicht sagen, wir sind zugezogen. Ich kann da natürlich... Wie lange leben Sie schon hier? 30 Jahre. In gefühlt jedem zweiten Dorf steht irgendein Schloss oder
oder irgendetwas, was so aussieht, als würde jemand dort mit einem Quest auf dich warten, den du in der Großstadt erledigen musst, um als Belohnung einen Gutschein für eine kalte Bockwurst von Globus zu bekommen. Fühlt sich so ein bisschen an wie Silikon. Vielleicht sollte man damit Fenster zukleben. Wir haben mit ca. 25.000 mehr Burgen und Schlösser als Amerika McDonald's-Läden hat und glaubt mir, Amerikaner lieben McDonald's. Was haben wir Deutsche verbrochen, dass wir so etwas verdient haben? Oh, verstehe. Muss noch mehr fette Menschen essen. Zum Glück bin ich in Amerika. Einmal angekommen, ist es Zeit, das Ganze aus der Nähe zu betrachten. Und zwar nicht, um die wunderbare Architektur zu loben, sondern um zu sagen, puh, da möchte ich aber nicht die Fenster putzen. Boah, die Stromrechnung möchte ich nicht zahlen, ne? Neben den ganzen historischen Bauwerken gibt es auch Gebäude, die schon seit ca. 2000 Jahren gebaut werden und immer noch nicht fertig sind. Und natürlich unsere deutschen Baustellen, die schon so lange am gleichen Ort stehen, dass man ohne sie gar nicht mehr wüsste, wo man sich befindet. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, das ist das Problem, ha? Wenn Ronny erstmal in Fahrt ist, hält ihn so schnell nichts mehr auf. Hab ich keinen Bock mehr, verdammt, Lederlaris! Wir haben außerdem viele Quellen in unserem Land, heißt unser Leitungswasser ist im Gegensatz zu anderen vielen Ländern tatsächlich trinkbar und hat keine andere dich tötende Farbe, von der du sofort Super AIDS bekommst. Trotz der immer noch verbauten Vorkriegsleitungen in manchen Häusern fühlt sich deutsches Leitungswasser so an, als würden wir Lebenselixier frisch aus einem Bach, der durch die grünen Alpen, in denen überall Bambi-ähnliche Rehe laufen, trinken. God damn, Jimmy! This some serious gourmet shit. Der Garten ist den Deutschen sehr wichtig. Perfekt getrimmte Hecken, Mauern aus eingezäunten Steinen, die symbolisieren sollen, dass du dich ficken gehen sollst. Und Hauptsache, der Garten sieht besser aus als der Garten der Nachbarn. Langsam die Schnauze voll, du schwäbischer Spitzli-Scheiße! Ach komm, halt doch dein Maul, du fränkische Nougat-Kerbe, du kackst doch Chicken McNuggets! Okay, es reicht. Der berühmte Fliesentisch steht in sehr vielen deutschen Wohnungen und wird oft mit asozialen Haushälten assoziiert, was vielleicht auch daran liegt, dass er in jeder zweiten Hartz-IV-RTL-Serie gezeigt wird. In einer Ecke steht unsere Pfandflaschensammlung und bei unseren Kellern ist man einfach nur froh, wenn man lebend wieder rauskommt. Wenn ihr das Licht ausmacht, bevor ihr den Keller verlassen habt, erscheint ein Monster hinter euch und wenn ihr es nicht in unter 10 Sekunden kichernd rausschafft, werdet ihr ein Teil vom Keller und wartet auf das nächste Opfer. Klingt wie ein Joke, aber so verschwinden Menschen hier in Deutschland. Und mit den Schrebergärten möchte ich gar nicht erst anfangen, denn da gelten ganz andere Gesetze. Also wortwörtlich. Und zwar das Bundeskleingartengesetzbuch in der 12. Auflage. Die nehmen den Garten wirklich mit ein oder zwei Kindern zum Erholen. Und das ist eben nicht Sinn der Sache, es muss auch was gemacht werden. Von deutschen Rentnerkriegen, bei denen Körperteile und Gedärme fliegen, bis zu Leuten, die mit Maßband und Lineal rumlaufen und jahrelangen bürokratischen Kriegen, wo die laminierten Zettel nur so fliegen, ist in den deutschen Schrebergärtenkolonien alles dabei. Früher war ein bisschen mehr Zusammenhalt, ne? Ich denke das mal, zu DDR, ja, den gibt's nicht mehr. Wenn sich da ein Schmetterling entpuppt, ohne vorher das Formblatt auszufüllen, wird der platt gemacht. Ladentechnisch haben wir in Deutschland nicht primitiv wie in anderen Ländern nur zwei oder drei riesige Läden zu bieten, sondern sind tatsächlich ziemlich facettenreich aufgestellt. Netto ist preistechnisch am billigsten und fühlt sich so an, als würde man durch die Backrooms oder irgendwelche Lost Places laufen, damit dich am Ende der ganzen Müserie eine genervte Kerstin an der Kasse mit kurzer Schnitt und Piercing erwartet. Du kriegst den Netto aus dem Ghetto, aber niemals das Ghetto aus dem Netto. Friedrich Schiller. Ich hab verstanden. Im Lidl geht nur die deutsche Elite einkaufen. Schon samstagmorgens um 7 Uhr stürmt die Armee von Rentnern in den Lidl, um noch eine von den im Preis reduzierten Übergangsjacken zu ergattern, denn der frühe Vogel fängt den Wurm. Wann ist man denn alt? Etwa wenn man beige wird? Ich muss unbedingt herausfinden, was der Grund ist für diese Massenverbeigung. Edeka ist der Supermarkt für die deutschen und wohlhabenden Adligen, der einen nur reinlässt, wenn du im Anzug kommst und auf der Großverdiener-Gästeliste stehst. Kannst du denn noch den Geizhals-Handschlag? Aber natürlich! Pfennigfuchsen, Pfennigfuchsen!
Es gibt eine aktive Rivalität zwischen Aldi Nord und Aldi Süd, bei welcher du, wenn du in der Konfliktzone in der Mitte wohnst, 3 Kilometer weiterfahren kannst, um den Joghurt für 4 Cent billiger zu bekommen. Es sind Szenen wie aus einem Horrorfilm. Bundesweit liefern sich Sympathisanten von Aldi Nord und Aldi Süd heftige Kämpfe. Rossmann und DM sind exakt das gleiche, außer dass DM 3 Make-up-Produkte mehr besitzt. Globus ist ein Sammelbecken von alten Rentnern, die nur rabattierte Dinge kaufen, die sie im Prospekt gesehen haben. Hallo, ich hätte gerne ein Fleischkäsebrötchen, aber bitte, hauchdünn geschnitten. Und Penny ist wie Netto, außer dass du auf dem Weg zur Kasse einen vercrackten Obdachlosen mehr bekämpfen musst. Ich bin der Lebensmittelkontrolleur. Klingt gut. Einfach in Ruhe lassen, dann tun die nichts. Und Rewe fühlt sich immer so an, als würde man durch einen von Rehen bewohnten Märchenwald laufen. Samstags kaufen die Deutschen so ein, als wären die Läden für die nächsten 3 Jahrhunderte geschlossen, und wird eine Kasse aufgemacht, wird der Supermarkt zum Kriegsgebiet. Oh, der Aldi-Markt. Ein Verbraucherparadies mit einem geradezu gigantischen Angebot, soweit das Auge reicht. Und deutsche Kassierer scannen die Produkte so unglaublich schnell ein, dass sie manchmal durch ihre Lichtgeschwindigkeit in der Wand stecken bleiben. Alle Supermärkte vereint, dass sie ein halbes Jahr vor der Weihnachtszeit schon Spekulatius und Lebkuchen anbieten. Selbiges gilt auch für Osterprodukte. Wir haben Mitte Juli. Mal gucken, was heute in den Laden kam. Ach scheiße. Deutschland ist außerdem für die einzigartige Autobahn bekannt, die vor allem wegen einer einzigen Regel anders als alle anderen Straßen auf dieser Welt funktioniert. It was the most terrifying experience I've ever had in my life. I thought like this should be illegal. Wenn du dieses Verkehrsschild siehst, dann begibst du dich in die absolute Todeszone. Denn ab hier gilt kein rechtliches Tempolimit mehr. No matter how fast you're driving in Germany, someone is driving faster than you. Deutschland ist das einzige Land auf dieser Welt, in dem man gesetzlich unendlich schnell fahren darf. This is where the fun begins. Zwischen Niederpleis und Siegburg liegt eine Schaufel auf der Autobahn. Die Regeln sind einfach. Falls du denkst, du wärst der Schnellste auf der Autobahn, sei dir sicher, es gibt auch bei 400 km/h immer einen BMW, der aus dem Nichts hinter dir erscheint und dich mit der Lichthupe belästigt, weil er vorbei möchte. Unterschätze niemals einen Deutschen, der zu spät zur Arbeit kommt. Unterschätze niemals einen Deutschen mit einem Headset am Ohr. Von diesen Leuten wird die Lichthupe nur benutzt, weil die Schallwellen der Hupe langsamer wären als die Geschwindigkeit vom Auto. Does not pass you like it doesn't. It passes you like this. Guck hier, was ist das für ein Kombi? Ist der da wie sauer? Das hier ist der Piss-Dungeon oder Leute drehen dort billige Pornos. Boah, die werden jetzt ultramäßig geflickt. Ja. Sieht man auch nicht allen Tagen. Das hier ist der Deluxe-Piss-Dungeon, wo alles 8-mal so viel kostet wie in der Stadt. Danny nimmt die Verfolgung auf. Junge Frau, nicht so schnell, ihr Mentor. LKW-Fahrer haben nicht den besten Ruf. Leute, die ihre Autos tunen, haben statistisch gesehen einen kleinen Pipi-Mann. Und ein weiser Mann sagte einst, Geschwindigkeit hat noch nie jemanden getötet. Plötzlich stehen zu bleiben, das ist es, was einen umbringt. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber... Generell lieben die Deutschen ihre anspruchsvoll konstruierten Autos, Gerüchten zufolge sogar mehr als ihre eigenen Kinder. Zu erwähnen ist hier auch noch der Nürburgring, auf dem Leute ihr teures Hobby in vollen Zügen ausleben können. Welcome to the Nürburgring. Häufig verwendete Sätze auf der Autobahn sind: Blinke doch nicht zum Spaß! Fahr, du Arschloch! Führerschein im Lotto gewonnen? War ja klar, Kennzeichen kommt aus, hier beliebige Region oder Stadt einfügen. Alter, du hast ja wohl auch die Pfanne heiß, oder was? Was machst du denn da? Meine Fresse! Backen, du Blöder! Eckiges Miststück. Du Nuttensohn, du dummer Hurensohn. Hey, was ist denn? Bist du gestört, oder was?
Falls du eines dieser braunen Schilder siehst, kannst du kurz rausgucken und nach dem Satz "Wow, das ist aber schön" dich wieder voll und ganz dem Straßenverkehr widmen. The Germans are the only people on earth who really know how to make a car. This is Deutsche sind im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut darin, Rettungsgassen für den Notdienst zu bilden. This is the beauty of the German Rettungsgasse, the rescue road. That is discipline. Jedenfalls wird ihnen das nachgesagt. Wenn du die Rettungsgasse nutzt, um schneller zur Arbeit zu kommen, öffnet sich ein Portal zur Hölle und du wirst ewig für deine Schandtat büßen. Was für verfickte Homos! Ja, komm, wir gehen Velo fahren. Ist ja nicht so, dass Velo weg hat, ihr Arschlöcher, oder? Und du, du Pissbirne, steig auf dein Velo auf, du Arschlöcher! Fragt niemals, wer das Konzept Autobahn erfunden hat. Es war Johannes von Autobahn aus Deutschland und kein anderer. Nikim, dziwne dźwięki wydaje. Das war ein Befehl! Der Angriff steigert! Und falls diese ganzen Sachen verlockend klingen und du Lust bekommen hast, auf der Autobahn zu rasen, sei dir sicher, dass die Realität anders aussieht, weil in 90% der Fälle irgendwo eine Baustelle steht. Die A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Bad Eilsen und Kreuzbad Oeynhausen mehr als 10 Kilometer Bergungsarbeiten laufen. Das größte Paradoxon in diesem Land ist wahrscheinlich, dass wir alle sehr pünktlich sind, die Deutsche Bahn aber gleichzeitig genau das Gegenteil davon verkörpert. Gerade mal 65% der Züge sind pünktlich, wobei laut der Statistik ein Zug, der bis zu 6 Minuten Verspätung hat, immer noch als pünktlich gilt. Das, dann sehen wir uns um 6. Genau um 6. Genau um 6. Genau um 6. Genau um 6. 12 Uhr Mitternacht. Der Zug nach Buxtehude kommt nur 4,5 Jahre zu spät, also alles noch im Rahmen. 39 Minuten später unterwegs als geplant. Die Deutsche Bahn besitzt das glorreiche Trustpilot-Ranking ungenügend bei 18.000 Bewertungen. Und anstatt dir mit deinem Geld ein Ticket von Köln nach Berlin zu kaufen, könntest du auch mit dem Flugzeug zweimal um die ganze Welt reisen und hättest am Ende trotzdem noch Zeit und Geld für eine Packung Haribo übrig. Falls mal tatsächlich ein Zug früher da sein sollte, ist es einfach nur der Zug, der eine Stunde davor fahren sollte, aber massivst zu spät kam. Heute circa 840 Minuten später. Man kauft bei der Deutschen Bahn nicht einfach ein Ticket, sondern muss man über den Automaten einen 8-seitigen Fragebogen ausfüllen, der mit schwerer Quantenphysik berechnet, welches von den 90 Tickets für dich am besten geeignet ist. Wie viel Distanz legen Sie voraussichtlich zurück in Lichtjahren? Was gibt es einen Gott? Ich kann nur in Zahlen antworten. Keine Ahnung, mach mal 42. Das Handynetz auf Bahnstrecken im ICE ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die Deutsche Bahn schaltet nur jede 5 Sekunden den Störsender an, um uns alle abzufacken, diese Hurense. Sobald die erste Schneeflocke fällt oder ein Blatt auf dem Gleis liegt, wird die Deutsche Bahn in einem absoluten Chaos ausbrechen. Oh, wer hätte nur erwartet, dass es irgendwann mal wieder Winter wird. Hier ist es ratsam, das Ganze einfach zu akzeptieren und es über sich ergehen zu lassen. Denn es wird sich die nächsten 500 Jahre wahrscheinlich eh nichts daran ändern. Immer wenn du denkst, es geht bergauf, kommt einer und haut dir mit dem Hammer drauf. Die sogenannte deutsche Qualität wird im Ausland häufig als sehr gut gewertet. Das Label Made in Germany ist von allen Ländern das am weitesten anerkannte und steht für unsere disziplinierte und organisierte Art, Dinge zu tun. Selbst ein Bierkrug bleibt bei solcher Fahrt randvoll. Während in China und anderen Ländern die Häuser nach ein paar Jahren zusammenfallen, weil sie aus Pappe, Stroh und Bastelkleber und ähnlichem gebaut wurden, stehen in Deutschland noch alte Fachwerkhäuser und andere alte Gebäude. Denn wenn die Deutschen etwas bauen, dann wird es in der Regel auch halten. Der Wagen hat heute 900.000 Kilometer auf dem Buckel und ist in gleicher Weise 26 Jahre lang jeden Tag problemlos angesprungen. In Deutschland schlägt man dementsprechend kein Loch in die Wand, sondern schlägt, wenn überhaupt, die Wand ein Loch in dich, während das in Amerika ganz anders aussieht. Yes. Is the German wall.
made out of bricks and plaster. Oh no! Oh no! Das erklärt übrigens auch, warum es keine Mauslöcher in Deutschland gibt, wie sie oft in Cartoons gezeigt werden, weil diese Maus wahrscheinlich 2 Jahre bräuchte, um durch eine deutsche Wand zu kommen. Noch ein Bier? Yeah. Die typisch deutsche Wand, bestehend aus unserer klassischen Raufasertapete. Schön. Der ganze Stolz deutscher Ingenieurskunst ist die Erfindung des Fensters, das man auf Kipp stellen kann. Where? No freaking way. And the window comes down to about this point. Even Für Außenstehende wirkt es wie ein Zaubertrick oder dunkle Magie, ganz zu schweigen von dem Rollladen, der so akkurat gebaut wurde, dass er deine Wohnung innerhalb 10 Sekunden in eine Batman-Höhle verwandeln kann. Rollladens are the metal or... Do you guys just do that all day? Holy shit, zeigt denen bloß nicht das Dachfenster, das man rotieren kann. Sie werden denken, dass wir aus der Zukunft kommen. German Windows! I love the German Windows! Und unsere Fenster werden nicht gerade wenig benutzt. Die Deutschen sind Weltmeister im Wohnungenlüften. Mindestens 3-mal täglich, egal ob es draußen hagelt, schneit während des Gewitters oder es draußen radioaktiv verstrahlt ist. Stoßlüften ist eine deutsche Obsession. Kevin, das ist einfach so dumm. Das ist das Blöd. Wenn wir mal ehrlich sind, mag kein einziger Mensch den TÜV. Aber allein, dass es eine offizielle Stelle gibt, die überwacht, ob technische Sachen noch funktionieren und sicher sind, ist etwas, was nicht jedes Land besitzt. TÜV-Plaketten sind der Grund, warum Funny-Fail-Videos mit einstürzenden Brücken nie in Deutschland gedreht wurden. Wurde deutsche Wertarbeit! Heiligst Blechle! Wir haben außerdem den Buchdruck erfunden, die Glühbirne, das Telefon, den Personenkraftwagen, den Fernsehen und die Weihnachtsbaumkanone. Ja, das ist also eine Weihnachtsbaumkanone und die ist dafür da, um Weihnachtsbaum abzuschießen. Und der Sinn dahinter? Frage ich mich auch. Naja, eigentlich wurden diese ganzen Sachen von diesen schlauen Leuten erfunden und wir haben gar nichts gemacht, aber man darf ja wohl noch so tun. Eis nimmt man dann raus und das passt dann perfekt auf den Kasten Bier. Wir haben für jede Sache irgendeine Norm, natürlich geregelt durch das Deutsche Institut für Normung mit Vorstandsmitgliedern wie Norman Heidenreich, damit alle Sachen regelrecht und ordnungsgemäß in diesem Land funktionieren. Unser ganzes Leben ist durch Normen geregelt. Es gibt Normen für Verkehrsführung, für Straßenfahrzeuge, für Dachneigungen, für Fenster und Türen, für Wandstärken. Insgesamt rund 33.500 Normen. Hier vor allem erwähnenswert die DIN 1860, die besagt, dass der Abstand zwischen den Stäben beim Grillrost nicht größer als 20 mm sein darf, damit keine Würstchen durch die Lücken fallen. Zauberei? Nein, Technik. Made in Germany. DIN 18015-3 für die Zentimetervorgaben für Stromleitungen in Wohnräumen. Die werdet ihr noch sehr oft im Leben brauchen. Kein Problem, ihr könnt mir später danken. Die gestrichelten Linien muss man ausschneiden. DIN 1946 besagt, dass im Eigenheim mindestens 4-mal täglich gelüftet werden soll. DIN 820 legt fest, welche Kriterien bei der Erstellung von Normen eingehalten werden müssen. Die Normen für die Normen quasi. Als das Spiel Cyberpunk 2077 rauskam, gab es zahlreiche Artikel über einen Deutschen, der sich beschwert hatte, dass die im Spiel verbauten deutschen Gullideckel nicht der DIN-Norm B125 entsprechen und somit unpassend für die Straße im Spiel seien. Und ich finde, damit ist alles gesagt. Buchstäblich unspielbar! Petition ist raus. Average German. Man sollte schon wissen, einen D400 verbauen, da dieser bis zu 40 Tonnen tragen kann. Manhole Cover! Werbung. Oh nein, dort ist jemand gefangen auf einem Zug, der auf eine Klippe voller gefährlicher Krokodile zurast. Wenn nur irgendwer zur Hilfe kommen würde. Schaut, dort oben, da ist Holy Man. Holy Man. Hier, mein Freund, hast du deinen veganen Holy Energy Drink. Ohne Zucker und nahezu keinen Kilokalorien. Holy Man rettet wieder einmal den Tag. Ja. Naja, er hilft den Leuten und er hilft den Leuten. Wow, das hier ist ein ganz herkömmlicher Energy Drink.
Drink aus dem Supermarkt. Mal gucken, was da so drin ist. Plutonium, eine radioaktive Fledermaus, der vergammelte Arm von einem Schornsteinfeger, Wasser, 20 Liter Rattengift und Sprengstoff. Trink lieber den deutlich günstigeren Holy Drink, denn da sind ausschließlich gesunde Sachen drin. Und natürlich Zutaten wie Sternenstaub, die letzte Schneeflocke des Mitternachtsmondes, das Haar einer Meerjungfrau und natürlich die wichtigste Zutat, Liebe. Hier, Obdachloser, hast du eine gesunde Alternative. Hallo, alte Frau, haben Sie schon mal Holys gesunden Eistee ohne Zucker probiert? Dieser Mann hat Holy getrunken und seitdem kann er sich teleportieren, ist überragend mächtig und kann Goldbarren aus seinen Händen schießen. Danke, Holy. Leute, die Eistee-Zitrone trinken, haben bekanntlich starke psychische Störungen. Die Leute, die Eistee-Pfirsich trinken, sind bestimmt ganz cool. Und dann gibt es noch die Leute, die Holys coolen Sandalen tragenden Apfel-Eistee mit Sonnenbrille trinken. Kauft euch das Probepaket oder eines von den 9 Milliarden verschiedenen Sorten und erhaltet einen fetten Rabatt mit dem Code in der Beschreibung. Ihr würdet mir und dem Kanal damit sehr helfen, außerdem eurer Gesundheit. Außerdem sind die Dinger lecker und billig und Holy Man hätte keine Angst mehr davor, arbeitslos zu werden. Werbung Ende. Wenn sich unser geliebtes und oft zerstrittenes Deutschland über eine Sache einig ist, dann darüber, dass wenn unsere komplette deutsche Filmlandschaft von einem schwarzen Loch verschlungen werden würde, es nahezu keinen einzigen Verlust gäbe. Gar nicht schlecht für einen deutschen Film. Alles, was ChatGPT einem anbietet, ist besser als das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Männersache kann man schon witzig finden, wenn ein komplizierter Schädelbasisbruch das Humorzentrum im Hirn zerstört. Hat. Immer denselben Look, immer dieselben Instagram-Filter, die sie darüber legen. Die Schauspieler sind immer ähnlich beschissen. Es gibt drei Kategorien von deutschen Filmen. Die erste beinhaltet Werke, in denen Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger die Hauptrollen spielen. Also ungefähr 60% der Filme, die jemals in Deutschland erschienen sind. Zeig mir Filme mit Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer spielt den Protagonist, den Antagonist, den Sonnenuntergang und den Baum vor dem Gebäude. Yo, Homies, meine Diggis, na, was geht? Sheesh, sag ich slay. Til Schweiger ist der Regisseur, auch der Protagonist und spielt in jedem Film einfach nur sein arrogantes Selbst. Regisseur Til Schweiger sei permanent alkoholisiert gewesen, die Arbeitsbedingungen waren angeblich chaotisch und es soll ein unangenehmes Arbeitsklima geherrscht haben. Ah ja, und der Uwe, der ist auch dabei. Ich bin auch dabei. Dann gibt es noch die deutsche Filmkategorie Roter Text auf weißem Hintergrund. Und in diesen Filmen geht es um die drei immer gleichen Geschichten mit dem immer gleichen sexistischen und kindischen Steinzeithumor. Bonuspunkte gibt es, wenn bei einem Film noch Elias Mbarek dabei ist oder die Worte Mann oder Frau im Titel stehen. Männer Hort, Männer Sache, Männer Tag, Männer Herzen, Männer Pension, Irren ist männlich, What a Man, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Und dann gibt es mit einem Anteil von ca. 1% gute deutsche Filme, also hochwertige und ernstzunehmende Werke, die unser Ansehen in der Welt nicht komplett ruinieren. Wenn sich Heiko zum Beispiel beim Date in die Hosen scheißt oder im Schwimmbad vor Oliver Pocher in einer Elefanten-Speedo einen Ständer bekommt. Der Grund für die ganzen schlechten Filme ist, wer hätte es gedacht, dass irgendwelche Boomer in Ämtern verdächtig viel Mitspracherecht haben, wenn es darum geht, die Finanzierung für deutsche Filmprojekte zu entscheiden. Außerdem gibt es ja immer noch Menschen, die diese ganzen schlechten Filme weiterhin schauen, obwohl sie nach jedem Kinobesuch mit dem gleichen bedrückten Gefühl aus dem Saal laufen und wieder einmal Til Schweiger um ein kleines Stück mehr hassen. Es geht um einen Jungen, der die Schule wechselt und wie der Name Kartoffelsalat eben sagt, bricht dort ein Zombie-Virus aus. Dafür wird wirklich alles, was aus dem Ausland kommt, auf Deutsch synchronisiert. Und meistens machen wir dabei einen ziemlich guten Job. Ich bin heute hier mit Mr. Krabs. Ich bin nicht Mr. Krabs, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Wenn Sie in juristische Schwierigkeiten geraten, Yippie-a-yay.
Schweinebacke. Warum habe ich drei Kinder und kein Geld? Willkommen im Fight Club. Mein Name ist Optimus Prime. Frank und Stenker bleibt draußen, das ist mein Luftschiff. Dann wird's aber höchste Eisenbahn, aber fahren wir die Buletten. Was Kinderserien und Filme angeht, wurde Deutschland anscheinend von den Unterhaltungsgöttern gesegnet. Es ist schwer, eine Serie zu finden, die eine Generation nicht grundlegend positiv geprägt hat. Die ist jetzt zu Ende. Ihr könntet also ruhig abschalten. In einem unbekannten Land. Ja, das muss funktionieren. Hey, hey, Vicky, die Vikinger. Unsere Kindheitshelden bestehend aus einem klinisch-depressiven Brot. Mein Leben ist die Hölle. Wow, mein Leben ist auch die Hölle. Die Sendung mit der Maus, die beim Blinzeln klickt. Der Name übrigens auch sehr pragmatisch gewählt. Der lustige Typ, der diese eine Blume gerne mag. Ja, das ist er. Und mit Kika einen ganzen Sender für Kinderserien und klassische Fernsehformate. Kommt, wir gehen schnell rüber zu Bubu. Was sagst du, Bubu? Ich soll mir eine Knarre nehmen und das ganze Kika-Team hinmetzen? Es gibt eine bekannte Anekdote über einen betrunkenen Amerikaner, der in einem deutschen Hotel beim Kika-Schauen eingeschlafen ist und plötzlich um 3 Uhr nachts wieder aufstand und seitdem das Gefühl hat, seine ganze Existenz hinterfragen zu müssen. Schaltet ab! Schaltet ab, 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 ab! Jede Figur hat ihre eigene kleine Geschichte und Hintergründe, was uns den Titel Das Land der Dichter und Denker wirklich gerecht werden lässt. Meerschweinchen. Wie viele Haas hat Meerschweinchen? Wie viele Haas hat Meerschweinchen? In Sachen Internetkultur geben wir ein deutlich besseres Bild als bei unserer deutschen Filmlandschaft ab. Das Internet ist für uns alle Neuland. Jeder stand in seiner Kindheit mindestens einmal auf diesem Ding hier, wusste nicht, wie man damit fährt und hat sich vor Ehrfurcht nie wieder auf dieses Sportgerät gestellt. This is a German meme. Seriously. Bekannte Memes sind außerdem noch der Mittwochsfrosch, der Frosch, der immer mittwochs gepostet wird. Mittwoch. Und viele Clips aus Serien und TV-Shows, die jedes Mal wieder aufs Neue hochgeholt werden. Die beste deutsche Mountainbikerin ist heute Abend bei uns, Regina Stiefel. Herzlich willkommen. Das Meme mit dem Zauberer, der mitten in einer deutschen Demonstration anfängt, irgendwelche Polizisten rumzuschubsen, so als wäre er ein High-Level-Magier aus Skyrim, hat international auch ganz schön viel Gefallen gefunden. So this is what every German looks like, right? Yes, we are all wizards. Der berühmte und extrem akzentfreie Hans. Mathematik, Hans Götze Flammenwerfer. Und natürlich der Fakt, dass wir bei jedem dritten Fußball-related Post auf Social Media erwähnen müssen, dass wir 7-1 gegen Brasilien gespielt haben. Das wird ein knackiges 7-1 für uns. 7-1. 7-1 for Brazil, yeah, true. 1-0 für Deutschland, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0. 7-1, bitte. Fast sagen, Gott sei Dank. Man hört außerdem regelmäßig von Internetnutzern, dass sie Deutsch lernen wollen, um die Memes vom Ich-IIL-Subreddit zu verstehen, scheitern aber schon daran zu begreifen, was der Akkusativ bedeutet, und wir können es ihnen ehrlich gesagt nicht übel nehmen. Albert Einstein! Albert! Ey, okay, okay! Wir haben eine goldene Regel in den deutschen Internet-Communities, die besagt, dass alles auf Deutsch formuliert werden muss, ganz egal, wie umständlich man dabei das englische Wort transformieren muss. Stell dir vor, dein Geodreieck zerbricht einfach. Dieser Pfosten wurde gemacht von der biegsamen Geodreieckwand. Solltest du dich nicht daran halten oder kommst du auf die Idee, auf Französisch in einer unserer Subreddits zu schreiben, wirst du sehr höflich mit einem Sprich Deutsch, du Hurensohn darauf hingewiesen. Sprich Deutsch. What does this mean? They're saying speak German, you son of a Sprich Deutsch, du
Sohn einer thermodynamischen nuklearen radargesteuerten Elefantenkuh. Sollte es in einer Doku oder einem Internetbeitrag auch nur für ca. 2 Millisekunden um Deutschland gehen? Oder sollte das Wort Germany mal irgendwo vorkommen? Sei dir sicher, du wirst in den Kommentaren einen Haufen motivierter Deutscher finden, die die Kommentarsektion schneller erobern als Elsass-Lothringen. Ja, das ist eine geschichtliche Anspielung. Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Aufbitten! Servus! Ich bin in Deutschland und ich gebe jetzt hier keine Antworten auf Englisch. Selbiges gilt für das Jens Spahn-Interview aus 2020 über die niedrigen deutschen Corona-Zahlen, bei welchem die Interviewerin ernsthaft behauptete, Amerika hätte ein gutes Gesundheitssystem. What are you doing that we're not doing? Well, we also have a very strong healthcare system in this country. Well, actually, And we also have a very strong healthcare system in this country. Haltet euch wenigstens ein bisschen an die Fakten. Und was wäre ein besserer Zeitpunkt, um die deutsche Königsdisziplin zu feiern, als bei einer solch perfekten Vorlage? Sie verlassen den amerikanischen Sektor. Selbiges gilt für den englischen Subreddit r/t, also wo sich Leute über T-Shirts austauschen wollten. Das ist eine Community für T-Shirts, wo Leute ihre T-Shirts-Designs hochladen, über T-Shirt-Größen reden, also einfach T-Shirt-Liebhaber. Bis auf eine Person. Gurgeltee nicht zum Verzehr geeignet? Hi, ich habe mir... Danke schon mal. Eines düsteren Tages wurde dann auf einmal der ganze Subreddit von deutschen Tee-Enthusiasten überrannt, weil irgendjemand die Doppeldeutigkeit so lustig fand und dieser wurde dann letztendlich zum offiziellen deutschen Tee-Subreddit, gefüllt mit Teekultur und Tee-Inhalten. Entwurf, ein T-Shirt-Design mit diesem Reddit-Post drauf. Das wäre mein Vorschlag. Ansonsten wird Deutschland leider von anderen Ländern dieser Welt sehr einseitig wahrgenommen. His name is Klaus. He just arrived here from Argentina. I think he's really, really conservative. Wir sind zwar bekannt für unsere Pünktlichkeit und Ordnung, werden aber von jedem auf die gleichen drei Sachen reduziert. Sauerkraut, das ist gut. Die Autobahn, vroom vroom, das ist gut. Umpa-Music, das ist gut. God, I wish I could get tickets to that show. Die deutsche Geschichte wird auf exakt 6 Jahre reduziert. Vor allem lustig, wenn Amerikaner das einem sagen, weil es in ihrer ganzen Geschichte schwer ist, ein Jahr zu finden, in dem sie keinen Krieg geführt haben. Wir essen den ganzen Tag Currywurst, haben Bilder von Kühen und den Alpen an der Wand hängen. Wir sind groß, blond und blauäugig, weil sie das mal in irgendeinem Sabaton- oder Rammstein-Song so gehört haben. Wir sprechen nicht Deutsch, wir sprechen Nazi. Wow, wie kreativ. The thing is, you're talking to a modern, nice, affable German person and they're saying to you something like Hitler. There's a Hitler when you did the Hitler thing with Hitler. Auf Social Media gehen regelmäßig Videos viral, in dem die deutsche Brotschneidemaschine gezeigt wird, was anscheinend für Außenstehende wie futuristische Alien-Technologie wirken muss. Nimm doch eine Tüte. Ich will mal hören sollen. Ich kann nicht mehr. Ich habe kein Blut mehr. Und für das deutsche Postunternehmen DHL, was wohl auch international super darin ist, einfach nur einen Zettel mit "Wir haben leider niemanden angetroffen" in den Briefkasten zu werfen und das Paket dann 20 Kilometer zur nächsten Poststelle zu fahren. Du begrüßt den Empfänger freundlich, ohne seine Wohnung zu betreten. Dann scannst du den Strichcode des Pakets und lässt den Empfänger auf deinem Handscanner unterschreiben. Viele haben international die Vorstellung, dass David Hasselhoff angeblich ein deutscher Nationalheld sei und mit eigenen Händen die Berliner Mauer zu Fall gebracht hat, um Frieden wieder in das Land zu bringen. Keine Ahnung, woher das kommt. Japaner sind gefühlt die einzigen, die von unserer Kultur mehr halten, als wir es selber tun. Guten Appetit! Guten Appetit! Ha ha ha!
Auch wenn wir an den heutigen Anime-Nazi-deutschen Stereotypen leider nicht vorbeikommen. Wir sind in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, für unsere Unterhaltung Rundfunkgebühren zu zahlen, weil wir uns einreden, unsere deutschen Fernsehproduktionen würden Hollywood-ähnliche Verhältnisse annehmen, wenn jeder deutsche Bürger etwas dazu beiträgt. Am Ende kriegen wir jedoch nur den 20. Tatort mit der wirklich immer gleichen Handlung in der gleichen verfickten Kleinstadt in Niedersachsen. Ja, ich war's. Jetzt laufen wir doch mal weg, damit wir eine Verfolgungsjagd haben. Die einzige Ausnahme hierbei ist Arte, die es immer wieder schaffen, mit einem Budget von 33 Cent eine filmreife, kritische und facettenreiche Dokumentation in irgendeinem gefährlichen Kriegsgebiet zu drehen. Sollte man jemals auf einer einsamen Insel gestrandet sein, irgendwo im Ozean, ohne Chance auf Rettung, wird dich irgendwann eine Brieftaube heimsuchen, die eine fucking Rundfunkgebührenwarnung dabei hat. Die GEZ-Beitragsstelle ist nämlich gleichzusetzen mit einer Mafia, also leg dich besser nicht mit dir an oder schick ihr immer einen Cent zu wenig. Glaub mir, die lieben das. Ein weiser Mann sagte einmal, das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen. Und wenn ich mir die Übersicht der deutschen Artikel in den vier verschiedenen Kasusfällen angucke, weiß ich absolut, was dieser weise Mann damit meinte. My only regret is that German was not my first language. Ich kann mit einem Eierlöffel Fledermäuse töten. Wir können alle sehr froh darüber sein, diese Sprache nicht lernen zu müssen. Mark Twain hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie schrecklich unsere Sprache zu lernen sei. Wahrscheinlich, als er das erste Mal von du, dir, dein, deine, deins, deinen, deiner, dich, sie, ihnen, ihr, ihre, ihnen, ihrs gehört hat. Schwanzlutscher, drück endlich ab! Erschieß mich! Die deutschen Wörter werden sehr pragmatisch gebildet. Wir können für jeden Scheiß ein Wort erfinden, indem wir einfach ein paar Wörter zusammenfügen, wie zum Beispiel der Dachziegel oder der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Gloves in German. Are called finger hand shoes. Verhütungspillen heißen auf Deutsch auch Anti-Baby-Pillen. Das Tier hier ist eine Kröte mit einem Schild, eine Schildkröte. Duh. Das ist Sauerkraut. Ist Kraut, das ist sauer. Habt ihr auch einen inneren Schweinehund in euch, was auch immer das sein soll? Irgendjemand hat uns mal mit einem purzelnden Baum verglichen und ab da hieß das einfach so. Don't bring me on the palm. Everything's in butter, that's snow from yesterday. Warum ist dieser Mann nur 3 Käse hoch, obwohl er deutlich größer aussieht? Warum hat eine Hexe geschossen und diese Oma hat jetzt Rückenschmerzen? Und warum gehen wir in diese dunkle Gasse und nicht zum Metzger, wenn du sagst, dass ich eine Extrawurst bekomme? Scheiße, warum öffnest du deinen Hosenstall? Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Huch! Hä? Bah. Nö. Nö. Na. Boah. Nee, Lügen darf man nicht sagen. Oft werden wir auch für unsere langen Wörter wie Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Arbeiterunfallversicherungsgesetz kritisiert, weil es viele Deutsche gibt, die online regelmäßig das Wort Hinreichetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz benutzen, um anderen Menschen Angst vor der deutschen Sprache zu machen. Mein Face for Americans call die Kraftfahrzeughaft Pflichtversicherung. Car Insurance. Das erklärt vielleicht auch, warum keiner Lust hat, mit uns Deutschen Scrabble zu spielen und warum von allen Sprachen auf dieser Welt die meisten Wörter im Duden in der deutschen Version zu finden sind. Mein Face von Americans call die einen Fliegenschwieben, drehen Geschwindigkeitsvogel. Helikopter. Wenn man ganz kreativ ist, hängt man an alle möglichen Sachen einfach das Wort Zeug dran und hat direkt einen Begriff für das Flugzeug, das Fahrzeug, das Bettzeug oder das Feuerzeug. Das Wort doch ist dazu da, um jede Diskussion auf einen Schlag zu gewinnen. Es ist in jedem Satz universell einsetzbar. Es ist der Magnus Opus der deutschen Sprache. Ich? Sie? Nein. Doch.
Das ist ja super. Kann je nach Tonlage 200 verschiedene Bedeutungen haben. Und irgendjemand hat mal diesen Buchstaben hier erfunden, um alle anderen Länder auf dieser Welt abzufacken und unsere bürokratischen Prozesse um circa 10 Jahre zu verzögern, weil kein Computer mit diesen Buchstaben klarkommt. Ich habe keine Ahnung, was hier so abläuft, aber ich tue mal so, als würde ich es wissen. Wir führen regelmäßig Bürgerkriege darum, ob es der, die oder das Nutella heißt. Die? Das. Dem. Den. Des. Six words. And they're all just different ways of saying the. Wir haben außerdem deutsch-exklusive Sprichwörter, wie zum Beispiel, wer im Stein sitzt, sollte nicht mit Glashäusern werfen. Ah ne, warte, das ging irgendwie anders. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Alles, was uns nicht tötet, härtet uns ab. Den Löffel abgeben, den Löffel abgeben. Denn nur die Harten kommen in den Garten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Hallo, Meister. Hör auf meiner Nase herumzutanzen. Die Kirche im Dorf lassen. Wie soll ich die Bitte tragen? Ich lasse sie hier stehen. Jemanden einen Korb geben. Jakob, ich mach Schluss. Und jemanden Hals- und Beinbruch zu wünschen, ist hier bei uns ein anerkanntes und liebevolles Sprichwort. Unsere Sprache wird als aggressiv bezeichnet, was vielleicht auch daran liegt, dass jeder, also wirklich jeder, der in irgendwelchen Shows und Serien Deutsch spricht, alles enorm aggressiv betont. Surprise! Surprise! Überraschung! Kugelschreiber! Es ist ein Schnitzel! Schweinhund! Das Schwarze Hotel, ein Pepsi-Cola trinken, bitte! Natürlich schreien wir die ganze Zeit rum, wir können nicht normal reden in Deutschland. Auch ein guter Rum kann dazu verleiten, die misslichen Gepäckstücke wie Alltagssorgen und lästige Pflichten über Bord und im Genuss des Augenblickes Anker zu werfen, zu entschleunigen und zu verweilen. Wenn uns eine Sache in diesem Land verbindet, dann ist es diese eine Veranlagerung in unserer DNA, die uns allen einen enormen Lebenswillen verleiht. Menschen aus aller Welt kommen nach Deutschland, um sie in einem unserer Wälder zu verspüren. Es ist unser Antrieb für jeden neuen Sonntagsspaziergang. Es ist die weltberühmte deutsche Wanderlust. Die Deutschen wandern wie kein anderes Volk. Das Wandern ist des Müllers Lust. Oh, serious shoes. Komm, mein Sohn, ich kenne da eine Abkürzung. 100 Kilometer. 200 Kilometer. 450 Kilometer. 1000 Kilometer. Spazieren gehen tun wir bei jedem Wetter. Wir sind ja nicht aus Zucker. Außerdem gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Und jeder weiß, dass ein einfacher Holzstock jede Wanderung um 300% aufwertet. Oh, I see the car. Nice, made it. Was ich im Rucksack dabei habe? Eigentlich nichts Besonderes, nur so das Übliche wie immer halt. Do you want a salami stick? Do you want a cereal bar? Would you like an ice waffle? Do you want an apple? How much further do we have to go? The way is the goal. What does it even mean? Einmal auf dem 6000 Meter Berg angekommen, ist das keine wunderschöne, traumhafte Aussicht, sondern man kann sich nicht beklagen. Und dann wird störrisch das geschmierte Butterbrot ausgepackt. Ich habe jetzt schon irgendwas zwischen 1 und 200 Kilometer hinter mir. Wie viel genau? Weiß ich selber nicht wirklich. Die längste Wanderroute in Deutschland trägt den Namen. Ich kenne da eine Abkürzung. Spaziergang-Dates sind die romantischsten und wenn du auf dem Land nicht zurückgrüßt, wenn dir jemand beim Spazierengehen begegnet, wirst du zusammengeschlagen. Los, auf ihn! Moin. Moin. Laut Berichten von Menschen, die im Ausland wandern gehen, wird man, egal wie weit man von der Zivilisation entfernt ist, irgendwann ein deutsches, perfekt ausgerüstetes Paar treffen, das entspannt ein bisschen wandern geht. Langsam.
Deutsche lieben außerdem das Fahrradfahren. Ganz vorne dabei Münster, die irgendwie einen unfassbar großen Fetisch für dieses Hobby entwickelt haben. Münster. Diese lebendige Stadt ist ein Paradies für Radfahrer. Sie liegt im Herzen von Deutschland. Unter all den Fahrradfahrern gibt es auch die sogenannten Rentner-Kampfradler. Das ist ein Schutzstreifen, der wird nicht überfahren! Warnweste und Helm, Handyhalterung vorne am Rad, manchmal sogar einen Rückspiegel und jeden anschreiend, der auch nur im Weg auf der Fahrradspur steht. Dann verpiss dich in dein Interesse! Diese engstirnigen Fahrradfahrer hassen nicht nur Autos, sondern auch sich selber. Ich mag den Ed Sheeran-Song auch nicht. Völlig angemessene, neutrale Reaktion. Anstatt Platz zu machen, wird auf das eigene Recht beharrt, auch wenn man sich dabei selber verletzen muss. Weiter Fahrer! Legenden zu folgen ist der Fahrradweg in Deutschland nur rot, weil er aus dem Blut der Opfer von Kampfradlern besteht. Denn diese kennen wirklich kein Erbarmen. In Mannheim haben sich einmal zwei Typen gegenseitig 45 Minuten lang blockiert, weil keiner nachgeben wollte, bis die Polizei kam und das Ganze klären musste. Es gibt noch eine Stufe über den Kampfradlern, und zwar Polizisten auf Fahrrädern. Und mit denen solltet ihr euch lieber nicht anlegen. Das ist quasi der Dark Souls Endboss jeder deutschen Großstadt. Also Fahrradcops unbedingt vermeiden. Da sind die Cops und da fällt mir ohne Licht. Boah, jetzt kommt Blinker, Alter. Junge. Boah, yeah. In Deutschland gilt der Sonntag als gesetzlicher Ruhetag. Wir sind einer der wenigen Länder auf dieser Welt, an dem sonntags die Läden geschlossen haben müssen. Today is Sunday and we have to be quiet because, you know, Germany. Dieser Tag ist seit Anbeginn der Zeit zum Ausruhen und zum Vorbereiten auf die kommende 80-Stunden-Woche gedacht. Solltet ihr auch nur einen Mops von euch geben, schlag ich euch den Kopf ab. Wir Deutschen nehmen diesen Tag sehr, sehr ernst. Sunday Vibes in Germany. Sonntag ist Ruhetag. Was für ein schöner Start in den Tag. Da darf man ja gespannt sein, was heute noch so passiert. Heute geht's einmal um die gesamte Welt. 3 Stunden Schlaf. Das ist einfach zu wenig. Leere Straßen, als wären wir in einer erneuten Covid-19-Pandemie-Hochphase. Denn heute hat man Zeit zum Ausschlafen und um über sein Leben nachzudenken. Verbring die Zeit mit deinen Eltern beim Kaffee und Kuchen. Oder reg dich darüber auf, dass diese verfickte, superlaute Kirchenglocke die ganze Zeit läutet. Und wenn du auf die Idee kommst, um 8 Uhr morgens den Rasen zu mähen oder den Laubbläser zu benutzen, dann zünden wir dein Auto an. Wissen Sie, was ich nicht ausstehen kann? In der Früh von solch einem infernalischen Lärm geweckt zu werden. Es gibt ein Gesetz, dass man in der Wuppertaler Schwebebahn keine Elefanten mitnehmen darf. Bitte nicht hinterfragen, woher das kommt. Es ist laut einem Gesetz verboten, eine Atombombe oder andere Nuklearwaffen zu zünden. Und Gott sei Dank gibt es dagegen ein Gesetz. Ich hätte fast meine Bombe auf Münster geworfen, diese Dreckstadt. Ohne Erlaubnis darf man nicht im Abwasserkanal schwimmen. Das ist ja wirklich jammerschade. Und natürlich das Reinheitsgebot. Reinheitsgebot schreibt vor, Wasser, Hefe, Malz und Hopfen. 4 Sachen. Und bei 2 Sachen fällt den Berlinern nichts anderes ein, als uns bayerisches Bier zu versauen. So geht das nicht. Saufreisen rein wohl, die könnten alles machen mit uns. Und nicht so ein Chinesenzeug. Bier muss nach bestimmten Kriterien und Zutaten hergestellt werden. Andererseits darf es nicht Bier genannt werden, was nochmal zeigt, wie unfassbar ernst die diese ganze Sache mit dem Saufen nehmen. Ich hätte gern alle 5 Minuten ein Kölsch. Alle 5 Minuten ein Kölsch, muss ich jetzt genau gucken? Bis ich sage, schneller. In Deutschland darf man bereits ab 16 Jahren trinken, sogar schon mit 14, wenn die Eltern dabei sind. Also jede Dorffamilie quasi. Und in Bayern kriegst du schon über die Muttermilchflasche dein erstes Paulaner Bier untergejubelt.
Mit einem spitzen Steuersatz von 45% zahlen wir auf der ganzen Welt fast am meisten Steuern, was daran liegt, dass wir für jeden zweiten Kram irgendwelche Abgaben leisten müssen. Sogar einfach nur dafür, dass wir einen Hund besitzen. Oh, nicht schon wieder. Ich weiß nicht, wie ich das Geld auftreiben soll. Bitte senkt die Steuern, Euer Lordschaft. Ich muss meine Kinder einkleiden. In Deutschland gehst du nicht auf die Knie und machst einen liebevollen Heiratsantrag, sondern fragst du deinen Partner beim Frühstück: Willst du mein steuerlicher Vorteil sein? Sommer, spinnst du? Versuch nicht, dich vor den Steuern zu drücken. Das deutsche Finanzamt wird dich finden. Und wenn das wie eine Drohung klingt, dann ist es wahrscheinlich noch zu sachte ausgedrückt. Angeblich gibt es Leute, die gerne Steuern zahlen, und angeblich gibt es Leute, die denken, dass damit ausschließlich sinnvolle Sachen getan werden. Jedoch ist die Frage, und wo landen unsere Steuergelder? Der erste Stopp auf einer Straße, die sehr, sehr lang und tief geht. Und je weiter du diese runtergehst, desto dunkler wird der Himmel und alles wird Stranger Things-artiger und verbitterter. Also am besten einfach bezahlen und wütend auf den Tisch schauen. Wir wussten gar nicht, was wir mit dem ganzen Geld machen sollen. Wir haben's vergraben. Zerrissen. Und verbrannt. Deutsches Monopoly wäre nicht jede zweite Straße zu kaufen, sondern erstmal vorbeikommen am Einkommensteuer, Zusatzsteuer, Lizenzgebühren und Bearbeitungsgebührenfeld, um dann am Ende deine ganzen Gewinne abgeben zu müssen. Where's all your money gone, Daddy? Taxes. In Deutschland kriegt man ein Jahr Haft, wenn man die ganze Nachbarschaft angezündet hat und alle Menschen darin mit Familien und Kindern qualvoll schreiend verbrannt sind. Aber wenn du mal vergisst, deine Steuererklärung einzureichen oder mal einen kleinen Betrag hinterzogen hast, darfst du dein Leben lang mit den anderen Schwerverbrechern sitzen. Und im Anschluss an die Frage, bin ich verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, stellt sich natürlich irgendwo auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht mache? Die offizielle elektronische Software für die Erfassung von Steuererklärungen wurde nach einem Vogel benannt, dem man nachsagt, dass er alles klaut. Und ich denke, damit ist alles gesagt. Deutsche Digitalisierung ist, wenn ein Schwerverletzter in Bayern, nachdem er einen Unfall mit dem Auto baute, mitten in der Nacht 150 Meter in eine Richtung kriechen musste, um Netz zu bekommen, um den Notarzt zu rufen. Wir hören dich nicht. We cannot hear you. We cannot hear you. You have to unmute you. Unmute you. In unseren Ämtern werden noch Faxgeräte benutzt, weil man das ja schon immer so gemacht hat. Die Zukunft. Dinge runterladen, ausdrucken, unterschreiben, einscannen, hochladen, verschicken und immer wieder von vorn. Jeder einzelne BAföG-Antrag wird hier gedruckt und dann bearbeitet. Täglich 4 bis 8 Stunden ausdrucken. Und wenn ich mir das Büro der Beauftragten der Bundesregierung für die Digitalisierung in diesem Land angucke, dann macht wirklich vieles einen Sinn. Dorothee Bärs Büro ist im Kanzleramt. Ich habe mein Smartphone und 2 Tablets. Also Sie sehen ja auch, dass ich gar keinen Computer hier stehen habe. Ich habe den auch sofort abbauen lassen, auch schon im alten Haus, aber auch in meinem Bundestagsbüro keinen. Also bei mir ist nicht Mobile First, sondern Mobile Only. Der angegebene Name deines Hundes hatte einen Rechtschreibfehler. Um sicherzugehen, dass Sie das wirklich sind, kommen Sie bitte in 5 Monaten nochmal her. Und jetzt gehen Sie sich ficken. Und wenn du dafür zum örtlichen Bezirksamt gehen musst, dann nimm lieber ein Zelt mit, denn hier wirst du sehr viel Zeit verbringen müssen. Hier bitte, alle Belege, handschriftlich, in Sütterlin, mit Familienwagen. Danke. Vielen lieben Dank. Um Deutschland in der Ländervergleichsstatistik für die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit für meine Videorecherche zu finden, musste ich die Statistik ausklappen und runterscrollen. We're having some technical issues. Can we just... Can you hear me now? Yes, we can hear you. Okay, also guten Tag. Vielleicht schaffen wir es ja in den nächsten 12 Jahren, überall die Kartenzahlung einzuführen und dass unsere Briefe nicht mehr per Brieftaube von unseren Ämtern gesendet werden.
In diesem Land braucht man außerdem eine Lizenz oder Genehmigung für fast alles, was man machen möchte. Du möchtest eine Drohne fliegen, du brauchst natürlich eine Lizenz. Du willst eine Blume irgendwo pflanzen, du brauchst eine Baugenehmigung. Du hast Angeln als Hobby? Viel Spaß, die nächsten 3 Jahre damit zu verbringen, jede Fischart auswendig zu lernen, um deinen Angelschein zu erwerben. Gut, ja, mein Name von der Polizei Freiburg, Gewerbe Umwelt. Ich hätte gerne Ihre Fischereipapiere gesehen. Es drohen 3 Jahre Gefängnis oder Geldbuße. Tut mir leid, lieber Weihnachtsmann. Um Geschenke in Deutschland zu verteilen, musst du erstmal ein Kleingewerbe anmelden und eine Lizenz erwerben. Sonst ist das hier leider nicht rechtskräftig. Merry Christmas! Wisst ihr, damals vor vielen Jahren waren die Schulen von Finnland echt scheiße. Das hat der finnischen Regierung gar nicht gefallen und so haben sie ihr System geändert und Jahre später waren die Schüler die Nummer 1 auf der ganzen Welt. Die zufriedensten Menschen der Welt leben nach wie vor in Finnland. Das deutsche Schulsystem hingegen lässt sich mit diesem Video am besten repräsentieren. Bei der Statistik für das Nutzen von neueren Technologien in Schulen sind wir nicht die Letzten und das ist für unsere Verhältnisse schon mal ein Grund zum Feiern. Bei der PISA-Studie liegen wir außerdem über Frankreich und das ist alles, was zählt. Der eine vergammelte Overhead-Projektor, der in jeder Schule steht, weil wir Deutschen es als die einzigen nicht schaffen, endlich mal auf die nächste Technologiestufe zu upgraden. We stopped using these in the UK in 2000. We stopped using these in Canada in 1998. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, lern irgendwelche Dinge einfach auswendig, um sie nach dem Test alle wieder zu vergessen und das 12 Jahre lang. Du wirst perfekt auf das Leben vorbereitet sein. Kommst du ins Bett, Hase? Ja, Schätzchen. Die Dinge, die wir lernen, müssen wir nicht wirklich verstehen. Sie müssen nur um 3 Uhr nachts wie aus der Pistole geschossen kommen, falls man uns mal wecken sollte. Das aber auch nur so lange, bis der nächste Test geschrieben wurde. Methoden aus dem Mittelalter, Problemlösungen für Probleme, die nie jemand haben wird und die deutsche Versessenheit auf Zeugnisse. Es ist völlig egal, ob du etwas kannst oder nicht. Hauptsache, jemand hat dir ein Blatt Papier unterzeichnet oder abgestempelt, welches darstellt, wie wertvoll du in unserer Arbeitswelt bist. Ein 12-Jähriger aus Düsseldorf hat tagelang im Wald gelebt, weil er Angst davor hatte, seinen Eltern von einer schlechten Note zu berichten. Und ich denke, damit ist alles zum Thema Leistungsgesellschaft gesagt. Wir sind nach Tschechien das größte Biertrinkerland in ganz Europa, was vielleicht auch daran liegt, dass Deutsche immer einen Vorwand finden, um zu saufen. Do you think the Brits can outdrink the Germans? Absolutely not. Do not try to outdrink Germans. You will die of alcohol poisoning. Es ist 16 Uhr, saufen. Ich habe ein gelbes Auto gesehen, saufen. Meteoritenhagel, der die Welt zerstört. Lecker Bierchen. Ivre vraiment fort la nuit dernière. Hat gestern schon wieder wie so ein Achtarmiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. In Deutschland kann man dementsprechend nicht einfach nur Bier bestellen, sondern musst du nach Bundesland, Maß, Zutaten, Industriebiere und der Schnürsenkelfarbe des Bürgermeisters der Stadt unterscheiden. Die Bezeichnung für welches alkoholische Getränk steckt im Wort Insekten? Bier. Sekt. Auf Festen und Events wird so viel Bier getrunken, dass man in Wacken schon eine ganze Bierpipeline bauen musste, um das ganze Zeug nicht immer schleppen zu müssen. Um zu verstehen, welche Produkte im Supermarkt gesund sind oder nicht, wurde der Nutri-Score eingeführt. Dieser ist absolut nutzlos und erfüllt keinen Zweck, außer einen zu verwirren, dieser Hurensohn. Im Zweifel kauf einfach eines der 800 verschiedenen Brotsorten. You can't just buy bread in Germany. Mm. Hier sind noch mehr Brötchen! Verdammt, der Ofen läuft heiß! German bread is the best in the world. Am Abend isst der Deutsche Brot. Brot, 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 Brot. Und Brot, Brot, das Brot. Es ist gut!
Denn neben der Brezel gibt es noch Pumpernickel, das Brot, was wir einfach nur mit Brötchen betiteln, jedenfalls die vernünftigen von uns. Und neben Sorten wie Roggenmischbrot oder Schwarzbrot, die beliebtesten zwei Sorten. Das da. Und nein, das daneben. Die nächste bitte. Ich hätte gerne... rechts? Nee. Toast ist übrigens kein Brot und wird somit nicht als solches toleriert. Das ist Brot. We don't make sandwiches. Wie Schmierseebrot. 1520 Arten von Würsten. Zwiebel mit Wurst. Right. Baunel Bullwurst. Alles, was Kohl im Namen hat, wird auch gerne und oft gegessen. Und ein paar Süßigkeiten und Snacks, die es so nicht wirklich in anderen Ländern zu kaufen gibt. Like Lacrits. Bathed in sweat is what it is. Hey. Ah! Das hier steht auch in jedem deutschen Haushalt rum, aber keiner weiß so wirklich, was es ist. Maggi darf bei keiner deutschen Mahlzeit fehlen. Kartoffeln, Sauerkraut, andere leckere Gerichte und nein, wir lagern keine Zahnpasta in unserem Kühlschrank. Das ist Senf. I'm Brandon Collins and I'm a mustard expert. This smells like mustard. Wow, ich habe lange nicht mehr so ein deutsches Bild gesehen. Eine andere berühmte deutsche Spezialität ist der Hela-Curry-Gewürzketchup. Dieser kann mit verschiedenen anderen Gerichten konsumiert werden, wird aber primär zum Grillen benutzt. Ja, das Zeug wird auch in Eimern verkauft. Nein, ein Hela-Curry-Gewürzketchup-Brunnen ist keine gute Idee. Und ja, es gibt wirklich Leute in diesem Land, die gerne Mad Eagle. Das ist, by the way, rohes Fleisch essen. Besonders nach meiner Zuckerspritze brauche ich dann ein deftiges Frühstück. Mit Brötchen. Ohne Brötchen. Oh, es ist schön. Machi machi. Liparachi. Palachi. Rittersport ist deutsche Schokolade, die aus Schokolade besteht und jede anderen Zutat, die man noch hinzufügen möchte. Und wenn ich sage jede andere Zutat, dann meine ich auch wirklich jede andere Zutat. Rittersport. Quadratisch, praktisch. Wir halten wegen einer Werbung von vor 100 Jahren so sehr an ein deutsches Frühstück mit Nutella fest. So sehr, dass wir gar nicht bemerken, dass die Hälfte von dieser Süßigkeit aus Zucker und Palmöl besteht. T-E-L-L-E. What's the word? Im Frühling beginnt außerdem die Spargelzeit in Deutschland. Es ist die Blütezeit der deutschen Küche. Doch meistens ist es einfach nur, was die Deutschen eh schon kochen. Und daneben liegt ein bisschen Spargel. Und auf einmal ist es Spargel-Omelette, Spargelsalat, Spargelsuppe und so weiter. I spend my money on Spargel and Ferraris. Dann gibt es noch die deutsche Grillsaison. Die beginnt, sobald die Temperatur mehr als 0 Grad erreicht und endet, sobald die erste Schneeflocke auf das Steak fällt. Also quasi 365 Tage im Jahr. Oh yes, baby. Showtime. Die Grillsaison hat begonnen. Es war überall zu sehen, auf allen Balkonen. Jede deutsche Küche besitzt eines von diesen IKEA- oder Coca-Cola-Gläsern und diese Schüssel habt ihr wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gesehen. Sobald man 4 Jahre in Deutschland gelebt hat, materialisiert sich diese Schüssel einfach in einem deiner Schränke und ab dann bist du ein echter Deutscher. Falls mal Sachen nicht so geschmeckt haben und Reste übrig bleiben, Mist, wieder schlechtes Wetter, kommt das Essen nicht in den Müll, sondern in einer der 50 ausgewählten Tonnen, die für das Essen bestimmt ist. Eine Stunde des Tages verbringe ich jetzt mit dem Sortieren. Und das ist Plastik, das muss ich hier reinschmeißen. Wir nehmen als einer der wenigen Länder das Thema Mülltrennung und Recyceln sehr ernst. Deine Nachbarn werden dich auf ewig verurteilen, wenn du dabei einmal was falsch gemacht haben solltest. Und mit dem Trennsystem für Glasflaschen möchte ich gar nicht erst anfangen. Leute aus dem Ausland sind auch sehr überrascht, dass wir dafür bezahlt werden, Pfandflaschen zu recyceln. Vielleicht sollten wir einfach den Mythos aufrechterhalten und weiterhin so tun, als würden wir nicht vorher das Geld extra bezahlen, um das dann später wieder zurückzubekommen. Naja, ich kann mich eigentlich auch morgen damit beschäftigen. Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Realität
ist ein Zustand, hervorgerufen durch Mangel an Alkohol. Wir sind berühmt dafür, dass unser Land im Verlaufe der Zeit viele der heute als am intelligentesten bezeichneten Dichter und Denker hervorgebracht hat. Um es mit Goethes Worten zu sagen, Faust, der Tragödie erster Teil, Studierzimmerszene, Vers 1867. Die meisten davon waren zwar depressiv, aber das ist egal, weil sie haben gute Bücher geschrieben. Bücher, in denen es zum Beispiel um irgendeinen Depressiven geht, der sich eines Tages in einen Käfer verwandelt. Ich meine, er steht eines Tages auf und ist ein Käfer und seine größte Sorge ist, wie er so zur Arbeit kommt. Wie deutsch will ein Buch eigentlich noch sein? Are you an insane? Und zahlreiche andere Philosophen, die durch ihre Werke alle einen anderen Weg gefunden haben, um uns weiszumachen, dass unser Leben keinen Sinn hat, weil wir eh alle irgendwann sterben werden, oder dass unser Leben sehr viel Sinn hat, obwohl wir irgendwann sterben werden. Das Universum wurde nicht von Gott erschaffen, sondern von Chaos und Schmerz. Der Zoo ist eine Metapher. Das echte Gefängnis ist in deinem Kopf. Nur der Tod kann uns wirklich befreien. Und ganz viele andere Weltliteratur-Banger, die für Deutschlehrer jedoch alle egal sind, weil am Ende eh immer nur Goethes Faust gelesen wird. Außerdem bekannte Gemälde, wie zum Beispiel: Schatz, mach mal bitte ein cooles Foto von mir, während ich hier stehe. Daraus lassen sich übrigens ganz schön viele Parodien machen. Ich, wenn ich mit 3 Jahren die Palette mit den ganzen Farben entdecke. Ich, wie ich mir lustige Memes auf Reddit anschaue, mache ich dir in 3 Minuten mit Microsoft Paint. Okay, das sieht wirklich gut aus. Könnte ich locker. Oh, verdammt, mir sind die Eimer voller Farbe auf die Leinwand gefallen. Und zahlreiche andere, die gut als Albumcover herhalten würden. Was macht ihr? Wo wohnt ihr? Wie lebt ihr? Ich bin Lehrerin. Ich bin Abteilungsleiterin in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Dann habt ihr ja fast den gleichen Beruf. Deutschland ist außerdem bekannt für Märchengeschichten, die dafür gemacht wurden, dass Kindern zuhörend und fantasievoll langsam die Äuglein zufallen. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ach, Igo, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Es gab einmal einen Jungen, der seine Suppe nicht aufgegessen hat. Er ist verhungert und dann gestorben. Wow, herzlichen Dank für dein Vertrauen. Du ziehst einen weiter runter als eine deutsche Gute-Nacht-Geschichte. 2 Eltern gehen aus zum Essen. Ein Mädchen benutzt verbotenerweise das Feuerzeug im Wohnzimmer. Sie hat sich selbst angezündet, ist schreiend verbrannt und vor den Augen von 2 Katzen gestorben. Sweetie, remember the girl who played with matches burned alive. Bye. That's insanity. Ein kleiner Junge war allein zu Hause. Plötzlich kam ein fremder Schneider ins Haus und zur Bestrafung, dass der Junge am Daumen genuckelt hat, schnitt er ihm mit einer Schere qualvoll beide Daumen ab. Gute Nacht und schlaf gut. Und schneidet die Daumen auf der Stelle ab, Dwight, als ob Papier Dwight, sie wären. Was zum Teufel liest du da vor? Die Kinder interessieren sich nicht für irgend so ein bescheuertes Buch, das deine kriegsverbrecherische Nazi-Oma dir mal gegeben hat. Was ist ein Nazi? Was ein Nazi ist? Die Nazis waren... Dann haben wir noch die Gebrüder Grimm-Märchen und mein Favorit ist die Geschichte vom Haus, das aus Lebkuchen besteht und den 2 Kindern, die eine Oma in den Ofen werfen, die dann auch einfach qualvoll verbrennt. Warum beschwerst du dich jetzt? Ich bin derjenige, der brutal vom Jäger aufgeschlitzt wird. Was für ein Jäger? Haha! Neben den Geschichten der Gebrüder Grimm gibt es natürlich auch moderne deutsche Märchen, wie die Geschichte von dem Jungen, der auf dem Pausenhof von einem Schneeball getroffen wurde, in dem ein Stein drin war. Hast du jemals von der Tragödie von dem gefährlichen Steinschneeball gehört? Oder der Junge, der aus seinem Stuhl gekippelt ist und sich beim Fallen alle 206 Knochen gebrochen hat. Bei den Musikern haben wir einmal Beethoven. Jeder hat ihm als Kind gesagt, dass er es niemals groß rausschafft und er kein großer Musiker werden wird. Aber hat er auf die Leute gehört? Nein, denn Beethoven war taub. Ich kann zwar nicht hören, aber ich schreibe einfach mal ein paar Noten auf ein Blatt. Mal gucken, was passiert.
und zahlreiche andere Künstler mit ähnlichen legendären Anekdoten, die viele der bedeutendsten Werke in der Musikgeschichte auf die Karte gebracht haben. Heute hören die Deutschen alles Mögliche, jedoch haben viele eine enorme Versessenheit auf Schlagermusik, was nicht gerade für unser Land spricht. Dass Deutschland die Musik nicht mehr so ganz ernst nimmt wie früher, sehen wir vor allem beim jährlichen Eurovision Song Contest, bei dem wir uns jedes Mal aufs Neue blamieren. Germany, you receive from the public votes. I'm sorry. 0 points. In einem Jahr hatten wir einen tanzenden Mittelfinger. Germany, 0 points. I'm sorry. Vielleicht sollten wir aufhören, die größten Dorftrottel dorthin zu schicken und endlich mal jemanden nehmen wie Paschanim oder eine Hologrammversion vom grünen Gummibär. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummi. The winner of the Eurovision Song Contest is Germany! Und so gibt es am Ende dieser Liste natürlich auch eine Vielzahl an kulturellen Dingen, die kein Land von uns abhaben möchte. Deutschland wird oft dafür kritisiert, eine Nichtsgönnerkultur zu haben. Wenn du mit etwas scheiterst, dann hast du halt lieblos gesagt Pech gehabt oder warst selber schuld. Was ist das für ein Mensch, der mit 27 schon im Krankenhaus Arzt ist? Es bedeutet ja, dass er nach dem Abi direkt Medizin studiert hat und durchgezogen hat. Was für ein Arschloch. Wir haben eine sehr starke Abneigung für alles, was neu ist. Dass man mehr Lebenserfahrung hat, widerlegt jeden neuen und modernen Ansatz. Auch noch. Frech werden, oder was? Du kriegst gleich einen auf die Fresse, du Penner. Mit überdurchschnittlichen Arbeitsstunden wird schnell angegeben und Deutsche brüsten sich damit, sich tot zu arbeiten, obwohl das alles keine Eigenschaften sein sollten, die beneidenswert sind. Alles wird teurer, alles komplizierter, immer weniger funktioniert problemlos. Die Wirtschaft schrumpft, Strom ist knapp, Brücken bröckeln. Wir haben zu wenig Lehrer, Ärzte, Pfleger, dafür zu viel Bürokratie, Verwaltung, Hindernisse. Eine von außen stark wahrgenommene soziale Kälte vieler Deutscher gegenüber anderen, was auch damit zusammenhängt, dass wir ins Nichts führenden Smalltalk über alles hassen. Germany ranked as one of the worst countries in the world for making friends. Überladene und gleichzeitig kaputt gesparte Bürokratie, unkritischer Umgang mit Alkohol in wirklich jedem Bundesland. New York Times schreibt, vergiss alles, was du über die deutsche Effizienz gehört hast. Und selbst die Katarer machen sich lustig über das undichte Stadion in Dortmund. Selbsthass und Schlechtreden des eigenen Landes, also eigentlich genau das, was ich gerade hier mache. Finanzen steht es schlecht, doch für Projekte in der ganzen Welt ist Geld da. Und dann will Deutschland auch noch das Klima retten, notfalls im Alleingang. Wer kann das noch verstehen? In Deutschland ist, wenn ein Rentner das erste Mal in 10 Jahren ein Verkehrsschild putzt, damit Leute es besser erkennen können, aber das lokale Bezirksamt es sofort untersagt, weil es nicht regelkonform sei. Wir sehen es vom Bezirksamt nicht so gerne, wenn Bürgerinnen und Bürger selber Verkehrsschilder reinigen. Sie können sich in Gefahr begeben dabei, wenn sie von der Leiter fallen oder es kann zu vielleicht Verkehrsunfällen kommen. In Deutschland ist, wenn sich für den mitfinanzierten Fahrradweg in Bangladesch ein Bein rausgerissen wird, aber die Gelder für den Ausbau deutscher Schulen schon wieder nicht da sind. Man das jeden Tag sehen muss, ne? Das ist alte Zeug, das ist auch nicht schön. Deutschland ist, wenn so viele Unternehmen und Firmen wie noch nie das Land verlassen, weil der Staat und die Bürokratie ihnen zu viele Steine in den Weg legt. This country is broken. It's disorganized, it's completely broken. It doesn't work. Deutschland ist, wenn ich jetzt irgendeine beliebige Rede eines inkompetenten deutschen Politikers einblenden könnte und jeder von euch danach seufzend wüsste, was ich damit aussagen möchte. Vor allem die Beliebtheitswerte des Kanzlers sind so niedrig wie noch nie seit der Erhebung des ARD-Deutschland-Trends. Deutschland ist, wenn korrupte Politiker von bezahlbarem Wohnraum sprechen, während die Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen immer länger werden und die Preise mittlerweile absurde Ausmaße annehmen. Die Wohnungsnot wird zu einem der größten sozialen Probleme dieses Landes. Du findest keine Wohnung.
Wohnung. Du findest einfach keine Wohnung. In Deutschland ist, wenn du deine Tochter am Abend zu einer Geburtstagsfeier verabschiedest und du morgens um 5 von für immer lebensverändernden Polizeisirenen geweckt wirst. Wie sieht euer Bahnhof aus? Ist es ein Platz, wo ihr einfach mal hingeht, um einen Kaffee zu trinken? Das stelle ich mir unter einem Bahnhof vor in meiner Duseligkeit. In Deutschland ist, wenn ich diese Liste endlos fortführen könnte. Half the trains are cancelled, the other half's delayed. The escalators are broken. What happened to your country? It didn't used to be that way. I'm embarrassed to be German. Böse Stimmen behaupten, dieses Land habe über die Jahre immer mehr von seiner traditionellen und geschätzten Art verloren, die früher von anderen Ländern als äußerst positiv wahrgenommen wurde. I'm from Germany! Germany! Und wann wäre ein besserer Zeitpunkt gekommen als jetzt, um euch von dem Frosch im Wasser zu erzählen? Er saß da ganz friedlich und unbeschwert in einem Bottich mit kaltem Wasser. Auf einmal gab jemand kochendes Wasser hinzu und der Frosch sprang vor Schreck sofort heraus. Doch als man das Wasser ganz langsam erhitzte, saß der Frosch im Wasser und wartete und wartete, bis das Wasser 100 Grad erreichte, bis er langsam, aber sicher starb.